Wer kennt es nicht? Es ist Freitagabend, man liegt auf der Couch, der Fernseher ist an und es läuft gerade eine Folge seiner Lieblingsshow. Die Chipstüte liegt natürlich auch daneben und schon fängt man an zu sagen, boah, moderieren? Das könnte ich doch auch. Ja, warum eigentlich nicht? Der Weg dorthin ist aber nicht so leicht, wie man jetzt vielleicht denken mag. Ja, es ist so, dass ich eigentlich schon so lange, wie ich denken kann, irgendwie immer irgendwas mit Moderieren und mit so am Mikrofon was sagen und sowas zu tun habe. Das ging schon in der Schule los, mit der Schuldisco, und hat sich dann eigentlich fortgesetzt in dem ehemaligen Haus der Berg- und Energiearbeiter, was jetzt ja die Lausitzhalle ist. Da gab es damals so Volkskünstler und da gab es auch eine Sprechergruppe. Also da wurden Leute so ein bisschen ausgebildet, denen man das Moderieren beigebracht hat, und das hat mir Spaß gemacht, und irgendwie bin ich dann in Kontakt gekommen mit dem Chef des Fernsehens hier in Hoyerswerda, mit Hans-Peter Schreiber, und der hat dann gesagt, zu einer Zeit, wo man sich weiterentwickeln wollte, wir machen jetzt tägliche Nachrichten, ich brauche da noch ein paar Leute, und ja, so kam das Ganze dann zustande und seitdem bin ich dabei. So ein Alltag als Radio- und Fernsehjournalist sieht anders aus, als sich viele wahrscheinlich denken. Auf Arbeit kommen, ins Studio gehen, die Regler hochschieben und losreden, so läuft es nicht. Doch wie dann? Also da ich ja nun die Morningshow im Radio mache, beginnt mein Tag sehr früh. Das heißt, um 4 klingelt der Wecker, dann kommt man hier ins Funkhaus, muss erstmal alle Rechner anschmeißen, hat dann mit den Updates zu tun, Nachrichten und sowas alles, das ist ja mal ganz aktuell. Dann muss man sich natürlich einen Überblick verschaffen über die aktuelle Nachrichtenlage, ne, ob es da irgendwas in der Nacht gegeben hat. Wetter ist ganz wichtig, das muss man ja immer für die Leute ganz aktuell rausziehen. Ja, und dann kommt im Grunde genommen Konzentration, 4 Stunden, die Morningshow, die natürlich live ist. Und danach geht es im Grunde genommen eigentlich schon fast wieder an den nächsten Tag. Kurze Manöverkritik sicherlich, was war gut, was war nicht so gut in der Sendung am selben Tag. Ja, und dann werden Themen rausgesucht für den nächsten Tag, werden zum Teil Interviews geführt. Und ja, eigentlich schon das nächste vorbereitet. Ja, so läuft das im Grunde genommen. Da kann man doch schon das erste Fazit ziehen. Es sieht zwar leicht aus, ist aber am Ende doch mit viel Arbeit verbunden. Egal ob Fernsehen oder Radio, die Vorbereitung ist auch hier das A und O. Darum ist eine große Portion Leidenschaft unbedingt notwendig, um diesen Beruf auszuführen. Na, was ist schöner, als seine eigene Neugier zu befriedigen, andere Leute zu informieren und zu unterhalten? Doch halt! Informativ und unterhaltsam. Passt das überhaupt zusammen? Nachrichten müssen kurz und kompakt sein und ein Moderator muss ohne Punkt und Komma reden können. Doch für beides ist eins wichtig, das richtige Gespür. Naja, man sollte im Grunde, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, neugierig sein. Das zeichnet jeden Journalisten aus. Das heißt, nur dann, wenn ich neugierig bin, wenn ich begierig darauf bin, etwas zu erfahren, nur dann kann ich es auch einem anderen mitteilen, was ich da eben weiß. Wer das mitbringt, ist schon mal auf dem richtigen Weg, seinen Traumjob Journalist zu verwirklichen. Dann hilft nur noch eins: Üben, üben, üben. Auch wenn mal was schief läuft, am Ende ist das größte Geschenk ein positives Feedback und ein Lächeln auf dem Gesicht der Zuschauer, Zuhörer oder Leser.